Cookies, Comic-Cookies, lecker. So, herzlich willkommen mal wieder bei dem Comic-Cookies, wieder mal im unterfränkischen Außenbüro. Außenstudio. Der Steffen und ich haben heute schon eine kleine Tour hinter uns. Wir sind nämlich mal wieder in unserem kleinen Retro-Laden Kuschelmuschel in Hasselroth vorbeigefahren. Und wie könnte es anders sein, haben natürlich auch wieder Geld dagelassen. Wir hatten das ja schon mal erwähnt, das ist so ein Laden, wo Spielzeug, Actionfiguren, alles mögliche, Kinderspielzeug, sag ich, was älter ist als 10 Jahre, verkauft wird. Mit einer sehr ungewöhnlichen Lagerordnung. Alles ein bisschen kreuz und quer, aber macht sehr viel Spaß, sich da durchzufräsen. Glücklicherweise waren wir heute nicht ganz so lang da, deswegen ist es finanziell noch einigermaßen knifflig ausgegangen. Ihr könnt dreimal raten, was sich der Steffen gekauft hat. Nein, natürlich kein Scrooge McDuck. Sondern eine Goofy-Figur tatsächlich, die ich im Internet mal gesehen habe, dass die da auch haben. Und zwar ist es die Goofy-Figur aus Mickey's Christmas Carol. Also als der Partner Marley, also als der Geist von Marley auftaucht. Ne? Ja, gänzlich im Blau gehalten, aber war mir in dem Fall wurscht. Ist auch ein bisschen komisch gestaltet, aber ich sammle halt Goofy-Figuren und da gehört er dann einfach irgendwann mal mit dazu. Ja, wer hätte es gedacht halt, ne? Eine Goofy-Figur. Ich habe auch zugeschlagen. Der Steffen hat es Gott sei Dank bei seiner einen Goofy-Figur belassen. Ja. Oder was ist das da drüben noch? Naja, das ist noch für... Aha. Für die Arbeit. Für die Arbeit. Wir brauchen ja auch auf der Arbeit ein bisschen Dekoration und... mal gucken, ob er es hört, aber ich habe einen Kollegen, der lacht original wie der Matley. Matley, falls das keiner sagt, das ist eine Figur aus Wacky Races, einer Hanna-Barbera-Serie. Dieser kleine Hund, der lacht wie, du konntest das so schön nachmachen. Genau so. Und der ist halt im Duett zusammen hier in diesem Set mit der Penelope Pitstop, die mir so gar nichts sagt. Aber ich dachte, so ein Schraubermädchen für ein Büro in der Automobilindustrie ist schon okay. Ist, glaube ich, ganz vertretbar. Ja. Und den Hund werde ich natürlich dann, oder den Matley, den werde ich natürlich dem Kollegen auf den Tisch stellen, der genauso lacht. Ja. Ja, ihr seht, Steffen hat so ein bisschen Special Interest. Während ich Frau mit Hund, ja. Frau mit Hund, Schraubermädchen fürs Büro, habe ich gehört. Ich weiß ja auch nicht, was ich davon halten muss. Wenn er irgendwelche Essgeräusche hören sollte, dass der Steffen hier Cookies isst. Und zwar haben wir uns heute ausgesucht hier die guten Star Wars Cookies. Von der dunklen Seite da macht. Von unterschiedlichen Seiten da macht. Ich habe hier zum Beispiel einen kleinen TIE Fighter. Es gibt aber auch 3POs. Es gibt Boba Fett, Millennium Falcon. Sehr nettes Ding. Geschmacklich, naja, ein bisschen Schokolade hätte den Cookies auch gut gestanden. Wir haben die Farbe von Schokolade. Das muss reichen. Ja. Ja, ich habe auch zugeschlagen. Ich kam nicht umhin, mir einige ältere Wrestling-Figuren zu holen, weil die da relativ günstig waren. Waren natürlich schon stark bespielt. Aber ich darf jetzt hier einen Brutus the Barber Beefcake, einen Typhoon von den Natural Disasters, einen Lex Luger und ein British Bulldog mein eigen nennen, auch wenn die Moves nicht mehr ganz funktionieren zum Hinstellen und schön aussehen. Ja, also soweit ist es schon. Eigentlich wollte ich ja hier dieses neue Herrenzimmer im Gegensatz zu dem Zimmer, was früher bei meinen Eltern war, nicht so vollstellen, aber mittlerweile sammelt sich... Ah, im Moment sieht es noch überschaubar. Ja, also, ja. Ich hab ein bisschen Sorge, dass das demnächst weiter zugemüllt wird, wenn ich das mit dem Masters of the Universe so ausbaue, aber ich habe hier Kinder und eins von den Kindern hat gestern schon meinen Stinkohr ein Bein ausgerissen, wobei ich Zeuge war, dass es nicht mutwillig war, sondern es ist einfach... Die Beingummis von dem Masters of the Universe, die sind halt 30 Jahre alt.
Das Gummi wird porös, die Weichmacher gehen raus und ich meine, die sind ja früher schon gern mal, wenn es wilder wurde im Kampf, abgebrochen. Aber das ist jetzt natürlich doppelt bitter, weil die Figur ansonsten relativ funktionsfähig war. Andererseits sind es natürlich Actionfiguren und die soll man natürlich auch in die Hand nehmen können. Mhm. Ne? Ich werde jetzt mal, ich habe bei YouTube gibt's ein paar Tutorials, wie man versuchen kann, das zu reparieren mit Dichtungsgummis und so Schraubhaken in die Beine. Also ich werde mal gucken, ob meine zwei linken Hände das irgendwie zusammenkriegen. Ja, falls da jemand Erfahrung hat, ob das Ganze funktioniert, könnt ihr gerne was auf unserer Homepage dazu posten. Da hätte ich sehr Interesse dran zu sehen, ob das wirklich funktioniert oder ob man da wirklich eher Modellbauer für sein muss. Ja. Und demnächst dann als spezieller Service noch von den Comic Cookies Breedstorms Actionfiguren Reparaturwerkstatt. Demnächst dann, wenn du dann weißt, wie das funktioniert. Ja, ich habe natürlich auch Masters hat er heute nicht da gehabt, aber ich habe mir dann noch drei Mini-Büsten gekauft von Tila, Mechaneck und Man at Arms und die werde ich nachher irgendwie schön positionieren und mich ein bisschen dran erfreuen und da kommt kein Kind dran. Sehr gut. Ja, gut, Vitrinen hast du ja jetzt hier eine und hättest aber so viel Platz auch nicht mehr für jetzt wahnsinnig viel mehr, ne? Man muss dazu sagen, der Raum ist halt auch direkt unterm Dach. Da ist mit Dachschrägen jetzt nicht ganz so viel, okay. Aber vielleicht kannst du da hinten in den Schränken noch oder was. Naja, ansonsten ist es doch hier relativ geräumig, kann man sagen. Jetzt ist noch die Handelbank dazugekommen. Ja, was soll man dazu sagen? So. Wäre vielleicht auch nicht so schlecht für dich, Steffen. Ja, ja. Darauf habe ich jetzt gewartet. Okay. Überraschung, ich habe nichts gelesen, so gar nichts. Also ich bin irgendwie so überhaupt nicht zu was zu lesen gekommen. Ich war viel mehr im Kino. Dann können wir vielleicht dann später auch nochmal drauf eingehen. Aber du hast bestimmt wieder was gelesen, oder? Ja, ich habe diverse Sachen gelesen. Wo du sagst, Kino, das ist natürlich ein super Stichwort, als wäre es vorbereitet. Denn ich habe hier passend zum neuen Deadpool-Film einen wunderbaren Deadpool-Band gelesen. Kann auch halten. Und zwar ist das Deadpool Greatest Hits, die Deadpool-Anthologie. Ja. Und da hat man in einem schönen großen Hardcover-Band hat man sage und schreibe 12 Deadpool-Ausgaben teilweise auch in Überlänge mit reinbekommen. Mhm. Und da ist eigentlich quer alles dabei. Also Deadpool, der erste Auftritt von ihm war ja 1991 in The New Mutants 98. Mhm. Und da tauchte als Nebenfigur so ein bisschen auf. Aber es war halt der erste Auftritt. Deswegen ist es ein sehr begehrtes Heft und es ist sehr schön, dass es hier nochmal reprintet wurde, weil das direkt zu kaufen ist auch ein bisschen schwierig. Mhm. Und dann ist quasi aus jeder Schaffens- und Kreativteam-Periode, die es bei Deadpool so gab, ist irgendwas vertreten. Der Brietschum hat übrigens nicht gepuppt, das war die Couch. So ist es. Das ist eine schöne alte Ledercouch, die macht schöne Geräusche. Da sind, wie es Anthologien... Also, was sind das denn hier für Flecken? Vergiss es. Lass dich... Du hast den Deadpool-Comic in der Hand, okay. Ja, ja. Also da sind natürlich wie in jeder Anthologie diverse Sachen drin, die einem vielleicht sehr gut gefallen. Ja. Es gibt natürlich auch Sachen, die gefallen einem weniger, aber das ist einfach eine Stilfrage. Genau, Deadpool ist natürlich generell eine Figur, die polarisiert. Also entweder man mag diesen abgedrehten Humor, dieses komplett alberne, oder man mag es halt nicht. Mhm. Ne? Also komplett albern gepaart mit fliegenden Köpfen. Mhm. Hier sind verschiedene Kreativteams drin und es gibt zum Beispiel gleich die zweite Geschichte, ist eine Zeitreise, wo es Deadpool zurück in die Vergangenheit verschlägt und da ist er in den 60ern in den ersten Ausgaben von Spider-Man mit dabei. Okay. Und teilweise hat er durch seinen Tarnschirm, also er kann sich ja durch ein elektronisches Gerät tarnen, tarnt er sich als Peter Parker und sorgt dann für Unruhe, kämpft mit Kraven und ja, es ist einfach ein riesiger Spaß. Er hat dann noch so eine Begleiterin dabei zu der Zeit, die ein bisschen aussieht wie Tante May. Und die tauschen auch kurzzeitig die Plätze, weil Tante May wie so oft besinnungslos irgendwo rumliegt.
Und ist die Dame blind? Dazu möchte ich jetzt nicht sagen. Warum? Weil ich das davor nicht gelesen habe. Ah! Also, nee, weil ich frage deswegen so provokativ, weil... Also ich glaube, blind ist sie nicht, weil sie so eine große Brille hat. Also im Prinzip sieht sie aus, das ist eine Weggefährtin quasi von Deadpool, teilweise Begleiterin, teilweise macht er sich nur über sie lustig. Und ja, die ist halt... Nee, ich frage deswegen, weil im Film gab es jetzt halt auch eine ältere Dame und die war halt blind, bei der wohnt er halt. Also... deswegen hatte ich mich so ein bisschen gefragt, gab es die im Comic auch? Weil, wie gesagt, ich kenne mich in Deadpool Comics jetzt überhaupt nicht so aus. Ja, okay, die Figur heißt Blind L, also es würde Sinn machen, dass sie macht überhaupt in dem Comic allerdings nicht den Eindruck, als wäre sie blind, weil sie ziemlich viel Unheil auch stiftet. Und da ist nicht so viel mit, dass sie wie eine wirkliche Blinde agiert. Mhm. Ne? Aber das ist ja bei Marvel Tradition. Ne? Wenn man blind ist, dann schwingt man sich von Haus zu Haus. Superkräfte. Und ja, das ist zum Beispiel was mir sehr gut gefallen hat, weil diese irre Mischung mit diesen wirklich 60er-Jahre-mäßigen Zeichnungen, die wirklich aussehen wie klassische Spider-Man-Hefte aus den 60ern, gepaart mit Deadpool-Humor, ist natürlich schon was, schon zu sehen, wie Deadpool dann auf so Figuren wie Mary Jane oder Gwen Stacy abgeht, wenn er die sieht. Das ist natürlich ein Erlebnis. Natürlich gibt es auch wieder Gastauftritte von anderen Menschen, wie zum Beispiel der Punisher, der ist, glaube ich, sogar zweimal dabei, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Einmal hat Deadpool den Auftrag, ihn umzubringen. Ist zeichnerisches Ganze so ein bisschen im 90er-Stil gehalten. Ist noch hier aus Deadpool 54 aus 2001. Aber auch das hat Spaß gemacht. Ja, also da wird jeder seine Geschichte finden, die ihn irgendwie interessiert. Ich hatte ja zuletzt die Heftserie mit Way irgendwie gelesen, also von Daniel Way. Das war mir dann irgendwann zu abgedreht. Also es gibt, ich weiß nicht, wie ich die Grenze beschreiben soll, die ich da habe, wo ich es lustig finde. Es ist halt, ja, es ist halt die Art, wie es jemand schreibt und was mit der Figur gemacht wird. Also so, ich finde es gut, wenn es noch so ein bisschen verankert ist, weil sonst bräuchtest du es halt auch nicht im Marvel-Universum zu haben. Aber insgesamt ist ein super Band. Einmal für Fans, die das schon länger lesen und das noch nicht alles irgendwo in der Art vorliegen haben, aber auch für Leute, die den Film gesehen haben und sagen, geil, die Figur, da will ich mal mehr zu sehen. Wobei natürlich das allererste Heft, das bringt dir als Deadpool-Neuleser relativ wenig. Also da sind typische 90er-Figuren dann auch wieder dabei, wo du so denkst, jo, also... Könnt ihr erstmal verwirren oder was? Ja, das ist halt Rob Liefeld, Story und Bilder. Und das sagt dann schon, die Bilder sehen ganz witzig aus, wenn auch unförmig. So war es halt damals aber und das war damals der heiße Scheiß, aber die Story ist meistens, man kloppt sich das ganze Heft durch irgendwie und so ist halt auch Deadpool irgendwann aufgetaucht. Und ja, wer hätte gedacht, dass er irgendwann mal seinen eigenen Film kriegt. Also da freut sich der Liefeld wahrscheinlich jetzt auch noch. Ja, also das, ja. Wäre das was, du warst jetzt schon in dem Streifen, wäre das sowas, was du lesen würdest? Oder? Ja, klar, also das wäre jetzt auch so ein bisschen meine Frage gewesen, hast du aber gerade schon beantwortet. Also für denjenigen, der jetzt, gut, ich habe jetzt Deadpool vielleicht 2 bis 3 Comics gelesen, also so Sonderbände halt. Ich kenne die Figur nicht weiter näher. Ne? Man kann ja auch nicht immer jetzt bei den einzelnen Bänden sagen, oh, da ist jetzt viel drin erklärt, wo der herkommt und so weiter und so fort, sondern das ist halt auch manchmal sehr viel Klamauk einfach nur. Und klar, um einfach mal so einen Umriss zu bekommen, wie der sich über die Jahre hinweg entwickelt hat, so sieht mir das ganz gut aus hier, dass man da mal so ein bisschen nachforschen kann, wie das so alles entstanden ist. Wird dann auch ein bisschen drauf angegangen, wo kommt er her und so weiter und so fort? Ja gut, das ist eine Geschichte, die sich ja über die Jahre hinweg auch in anderen Comics bringt. Also gibt es ja sehr starke Zusammenhänge mit Wolverine. Mit dem Programm halt, wo Wolverine erschaffen wurde. Und ja, also es gibt dafür relativ viele Geschichten oder relativ viele redaktionelle Hinweise. Also jedem Heft, was du hier findest, hat sich wirklich Panini die Mühe gemacht. In dem Fall ist es wirklich halt Panini, da Beschreibungen dazu zu machen. Also hier Christian Endres, auch als
Jack bekannt, hat hier relativ viel geschrieben, zum Beispiel. Und da sind immer vor jedem Heft diverse Sachartikel, die dann beschreiben, wie das Ganze zusammenhängt und wie das ins Gesamtgefüge einzuordnen ist. Aus welcher Zeit es kommt, aus welcher Ära. Ja. Also es ist total wahnwitziger Scheiß, wie zum Beispiel Deadpool ist im wilden Land und durch Zufälle passiert es dann, dass er es schafft, dass diverse Dinosaurier dann in New York sind, aber die kollidieren mit einem Wagen, wo Venom-Symbionten drin sind, also von diesen, und dann werden diese ganzen Dinos mit den Symbionten überzogen, und das ist natürlich ein schönes Massaker halt, ne? Und das, also, wenn man sich auf so eine Geschichte einlassen kann, wie unterschiedliche Dinosauriertypen von unterschiedlichen Symbiontentypen besessen sind und sich durch New York kloppen, dann wirst du da Spaß dran haben. Man kriegt recht viel von den Nebenfiguren auch beschrieben in den Sachartikeln. Also das ist eine runde Sache. Und ich muss sagen, das ganze Ding kostet 25 Euro. Ja. Das ist für so einen fetten Hardcover ein ausgezeichneter Preis. Also da hätte man auch wahrscheinlich eher 30 oder 35 Euro für nehmen können. Ja. Na, ich nehme an, dass man vielleicht auch aufgrund des, oder weißt du das vielleicht sogar, wie viel gibt's denn da Exemplare von? Weil meine Vorstellung wäre jetzt gewesen, aufgrund des Kinofilms hat man da auch mal eine größere Auflage von gemacht, ne? Ja, also die Auflage weiß ich jetzt nicht, aber es liegt natürlich nahe, dass man das von dem Film her aus mitnehmen möchte, klar. Okay. Würde ich mir dann mal durchlesen bei Gelegenheit. Beziehungsweise für den Preis kann man sich das, glaube ich, auch mal gönnen. Dann hat man mal so einen bunten Schnitt. Ja. Gut, dann würde ich auch gleich kurz zu dem Film kommen, wenn wir einmal bei Deadpool sind. Hast ja gerade angesprochen, im Comic ist die Herkunftsgeschichte Deadpools sehr verknüpft mit der von Wolverine. Das war ja auch im ursprünglichen ersten Kinoauftritt von Deadpool, der ja von vielen auch zerrissen wurde, auch so angedeutet, aber im eigenständigen Deadpool-Film ist es jetzt so, um den völlig davon loszulösen, hat man ihm eine eigene Origin gegeben, die zwar auch so in die Richtung geht, aber halt nichts mit Waffe X zu tun hat in dem Sinne, sondern das kommt von einem anderen, nicht näher beschriebenen Labor, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie es irgendwie benannt haben, was von einem gewissen Ajax geführt wird, wenn dir der Name irgendwas sagen sollte. Mir hat er nichts gesagt. Und Deadpool oder Wade Wilson zieht ihn halt immer so ein bisschen auf, weil er irgendwie seinen echten Namen kennt und das mag der irgendwie gar nicht. Und ja, jedenfalls die Hintergrundgeschichte ist halt in dem Fall die, dass Wade Wilson halt schon ein Auftragskiller ist. Und bei ihm dann, als er sich gerade in ein Mädel verliebt hat und mit ihr zusammenziehen will und sie heiraten will, wird halt plötzlich Krebs festgestellt. Und da kommen dann halt diese Organisation auf ihn zu und sagt, hier, wir können dir Superkräfte geben, da wird dein Krebs geheilt, oder der wird nicht nur geheilt, also er wird praktisch so eine Selbstheilungskraft entwickelt, so eine Art Selbstheilungskraft, die halt diese Krebszellen direkt bekämpft. Und du kriegst halt auch noch Superkräfte dafür. Ne? Und wie gesagt, er legt sich halt immer wieder mit diesem Forschungsleiter an und der hat dann halt auch schnell einen Narren an ihm gefressen und will ihn halt also richtig quälen. Und das tut er halt auch. Und das führt dann auch zu den optischen Veränderungen, die dann Deadpool erleidet. Also, oder Wade Wilson erleidet. Und was dann im Grunde auch die Erklärung für sein Superheldenkostüm wird, ja. Mhm. Genau. Ja, und den Namen haben sie im Film daher abgeleitet, Deadpool, dass er halt immer sich in so einer, ich sag jetzt mal Bar, mit anderen Kopfgeldjägern und Auftragskillern getroffen hat. Und da gibt es ein Spiel, das Überleben der jeweiligen Leute gewettet wird. Mhm. Und das nennt sich halt Deadpool irgendwie. Da hat er den Namen her. Ja. Genau.
Und ja, ansonsten ist der Film also gut, er hat so ein bisschen den romantischen Touch. Das hat man ja ganz gut auch im Marketing ein bisschen aufgegriffen, indem man gesagt hat, ja, wir lassen den jetzt ausgerechnet zum Valentinstag starten, mehr oder weniger, ne? Also in der Woche vom Valentinstag. Weil ja auch das Plakat so drauf ausgeht. Genau, ne? Ja, also waren ja viele verschiedene Marketing-Gags in Form von Plakaten schon zu sehen. Also auch nochmal das Green Lantern-Plakat nachgestellt halt mit Deadpool zum Beispiel. Und ja, da wird natürlich auch im Film nochmal Bezug drauf genommen, so an ein, zwei Stellen. Und natürlich hat der Film auch sonst sehr viele Referenzen auf wahnsinnig viele andere Filme und wird zumindest immer wieder was erwähnt daraus. Und ja, das ist so im Grunde der Film, der ziemlich überdreht ist an einigen Stellen, an anderen Stellen aber auch wieder bisschen Raum lässt zum Runterkommen, aber nie so, dass es irgendwie langatmig wird. Also der Film unterhält gut und das ist die Hauptsache. Also es ist jetzt kein Glanzwerk, kein Oscar-Titel in dem Sinne, sondern das ist halt einfach eine schöne, leichte Unterhaltung. So würde ich es einschätzen. Ja. Schöner, derber Humor. Manch einer sagt, der wäre mit 16 für 16 Jahre freigegeben. Es wäre ein bisschen zu wenig. Also das sollte schon ab 18 sein, auch in Deutschland. Aber ja, gut. Ja, es sind ein paar Stellen drin, wo man denkt, okay, muss das jetzt sein für einen 16-Jährigen? Wobei ich nicht weiß, wie das heutzutage ist. Also die Jugendlichen werden ja alle ein bisschen eher reifer. Und ach so? Ja, habe ich gehört. Warte mal ab, wie das mit deinen Kindern wird nachher. Und deswegen, also mit 16, ja, okay. Also selbst, die sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Selbst wenn die das wollten, die könnten in den Film gehen irgendwie. Auch wenn der ab 18 wäre. Also ja, ist schon okay so. Ja. Also denke ich jetzt einfach mal. Ich bin jetzt nicht die FSK oder so, aber ich würde sagen, also die Szenen, die drin sind, sind schon deftig, aber die haben die alle schon gesehen, so oder ähnlich. Und nervt das irgendwie mit dem Liebesfilm, weil ich bin ja von vielen Filmen meistens durch, bin so, ich finde manche Comedies ganz gut, aber dieses Liebeselement, das nervt meistens für den Rest des Films. Ich meine, ist klar, man will Frauen auch da reinkriegen, aber ich bin meistens komplett von den Liebesscheiß genervt. Ja, gut, es ist halt so eine Einstellungssache, also mich hat jetzt nicht genervt in dem Film. Es ist halt, wie gesagt, mal am Anfang und dann ist ein relativ langer Teil, wo es sich auch mal so ein Stück weit ausklinken muss und dann am Ende nochmal. Und deswegen, das stört so an diesen Stellen eigentlich weniger. Also es zieht sich ja nicht durch den kompletten Film. Also von daher, ja, ist okay. Gut portioniert. Das, was im Mittelgrund steht, ist halt die Action und natürlich die Karlauer und so weiter und so fort. Er durchbricht auch im Film, wie er das im Comic tut, die vierte Wand im Grunde. Aber es wird jetzt nicht so drauf eingegangen, als ob er weiß, dass er sich gerade in einem Film befindet. Wobei er oftmals, doch stimmt, er sagt oftmals so ein paar Sachen so, das ist ja ein Film oder sowas. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zitate, aber doch, es wird an einigen Stellen doch bewusst, er weiß Bescheid, dass er in einem Film ist, aber redet halt auch, wie gesagt, mit dem Publikum. Aber ja, macht schon Spaß. Waren denn in eurer Kinogruppe auch Nicht-Comic-Leser dabei? Wie, ja. Wie haben die das denn aufgenommen? Ja, die fanden den Film auch gut und unterhaltsam, aber natürlich haben die ganzen Nerd-Gags dann in dem Sinne nicht mitbekommen, wenn man dann an der einen oder anderen Stelle dann doch mal gelacht hat. Was ist da jetzt und was gerade bei den bei der Schluss- oder bei der After-Credit-Szene waren dann halt wieder so ein paar Sachen angespielt, die versteht man dann als Nicht-Nerd dann oder Nicht-Comic-Nerd, sage ich jetzt mal, dann etwas weniger. Also auch ganz am Anfang, es ist halt ein super Intro, das mitten einsteigt halt in eine der Kampfszenen von ganz am Anfang. Und die aber mehr so in einem Stillstand zeigt und das aber aus den verschiedensten Winkeln raus. Also die fährt sich praktisch, während die komplette Szene stillsteht, fährt die Kamerafahrt durch
diese Szene durch und zeigt halt alles mögliche, verschiedenen Blickwinkeln und so weiter und so fort. Und da das eine relativ große Kampfszene ist mit mehreren Leuten drin und so weiter und so fort, das macht einfach Spaß. Also das haben sie super gelöst und da werden auch irgendwie erstmal im Intro werden ja normalerweise immer schon mal die Darsteller irgendwie aufgeführt und sowas. Und das ist ja halt gar nicht der Fall. Da steht dann halt irgendwas produziert von dem Nerd und Darsteller ein was wie war das gleich ein Teenie-Schwarm oder irgendwie sowas, ja, und so weiter und so fort. Und aus einem der Portemonnaies kommt dann halt auch noch so eine Green Lantern-Karte raus und so weiter und so fort. Also sehr viele Referenzen drin und die alle zu erkennen, das hast du dann natürlich als einer, der jetzt nicht die Filme verfolgt oder sich da nicht näher auskennt, dann hast du Schwierigkeiten mit. Aber ich glaube auch ansonsten macht der Film viel Spaß. So. Ja. Also ich freue mich auf die DVD-Veröffentlichung. Dann gucke ich mir das Ganze sicherlich an. Kino wäre es jetzt für mich, glaube ich, jetzt gerade nicht. Also, aber ich bin halt auch nicht so der ständige Kinogänger, sonst hätte ich den wahrscheinlich mitgenommen. Ja, aber wo du im Kino warst, oder wolltest du erstmal woanders hin? Ja, wo wir noch bei Marvel sind, okay, hätte ich dir noch jemanden anzubieten, der keine eigene Filmreihe hat, jedenfalls noch nicht. Noch nicht. Das ist der gute Moon Knight, da hatte ich ja schon die letzten beiden Bände vorgestellt und das ist jetzt in der Tat schon der letzte Band aus der aktuellen Moon Knight-Serie. Es wird danach natürlich noch weitergehen, wahrscheinlich in anderer Form. Aber da war ja das Konzept, dass alle 5 oder 6 Hefte der Autor wechselt. Hat angefangen mit Mark Millar und in diesem Band ist es halt Cullen Bunn, der das Ganze geschrieben hat. Und man hat es mit Moon Knight ein bisschen neu definiert, dass er auch ja in seiner Persönlichkeit so eine Art Detektiv hat, der mit der Polizei zusammenarbeitet, nicht in diesen klassischen Batman-ähnlichen Kostüm, halt nur alles in weiß unterwegs ist, sondern manchmal ist er halt durchaus einfach in so im weißen Anzug mit einer Gesichtsmaske unterwegs und ist da oder in so einer Vogelrüstung, wo er dann kämpft. Und ja, bei Cullen Bunns Interpretation ist es doch sehr oft dann wieder das klassische Kostüm, aber halt auch nicht nur. Aber auch hier geht's oft gegen übersinnliche Sachen. Also in der ersten Geschichte ist er schon dabei und knöpft sich so ein paar Menschen vor, die beschlossen haben, Geister zu fangen. Ne? Man könnte fast sagen, sie sind Geisterjäger. Und eine gewisse Ähnlichkeit zu relativ populären Geisterjägern aus den 80ern ist auch vorhanden. Und Moon Knight kann es halt überhaupt nicht fassen, was... Du meinst die 2 Ghostbusters mit dem großen Affen, ne? So ungefähr, ja. Nee, und ist es wirklich so, dass er dann gegen diese Kämpfe das überhaupt nicht fassen kann, dass die einfach die Seelen der Toten da in diesen komischen Bällen einsammeln wollen und sowas. Also da gibt's auch wieder, wie du es vorhin genannt hast, sehr deutliche Referenzen. Ja. Dann ja, kämpft er noch gegen monsterartige Wesen wie gegen den Boogeyman. Aber es ist auch in dem ganzen Band zu spüren, wieder sein innerer Konflikt mit Khonshu. Er ist ja dem Mondgott quasi geweiht und ist eigentlich so sein Vertreter immer gewesen. Aber er steht auch oft im Konflikt mit ihm. Und er schafft es an einer Stelle, sich in der Verkleidung einzuschmuggeln in so eine Sekte. Und da stellt er dann irgendwann fest, die verehren auch Khonshu. Okay. Und da gibt's eine andere Reinkarnation, also eine andere junge Dame, die sich ihr Leben auch dem Mondgott gewidmet hat, aber auf eine vollkommen andere Art und Weise. Und dass es natürlich für Konflikte sorgt, ist natürlich klar. Mhm. Also man sieht hier auch das Kostüm ist sehr auf Mond ausgelegt und sowas. Und da stellt man sich die Frage, ja, wer hat denn jetzt die richtige Interpretation von was Khonshu ist oder was Khonshu will und mit wem redet der? Und ja, das ist auch so ein Konflikt, der dann am Ende gelöst wird. Okay. Wie gesagt, das war der letzte Band. Also man kann das Ding in 3 Bänden haben. Der hat mich gut unterhalten. Besser war natürlich der allererste Band von Mark Millar, aber da bin ich natürlich ein bisschen, habe ich eine gewisse Affinität zu Millar, weil mir einfach seine Schreibe sehr gut gefällt. Cullen Bunn war durchaus lesenswert. Hätte ich auch weitergelesen, wenn er weitergemacht hätte, aber wie gesagt, die Serie ist jetzt momentan abgeschlossen.
Mhm. Ja, sehr viel Übersinnliches. Aber das passt einfach auch gut zu der Figur. Mhm. Ja. Ja, gut, den muss ich mir dann, glaube ich, auch noch holen, weil die ersten beiden Bände hatte ich ja auch. Ja. Hast du die schon gekauft gehabt? Oder? Die ersten beiden Bände habe ich gekauft, ja. Mhm. Ja. Ja, mal gucken. Aber wenn das nur drei Bände sind, dann hat man das, glaube ich, auch ganz gern mal abgeschlossen zu Hause. Das Räuspern an vom Steffen eben. Der Steffen hat aber sich über meine Schraubermädchen hier. Der Steffen hat sich gerade das Cover diesen Bandes. Beschreib doch mal, was du da siehst, und ich hole gerade mal den Schutzumschlag. Ich sehe rot. Gut, also, ach, das ist jetzt ohne Schutzumschlag. Man sieht also einen roten Einband und eine Dame in schwarzen Outlines drauf gezeichnet, die sich von hinten zeigt, die Arme spreizt. Und untenrum ist ihr irgendwas weggerissen, also vom Kleid. Und ja. Wie kam es dazu? Ja, bevor der Steffen hier ganz errötet, das ist natürlich der neue Manara-Band. Mhm. Und zwar gibt es ja die Manara-Werksausgabe von Panini, wo die ganzen Werke gesammelt und teilweise in Erstveröffentlichungen raushauen. Und in dem aktuellen Band ist enthalten der Mann aus Papier, dann die Geschichte der Schneemensch und zuletzt Flucht von Piranesi, was natürlich eine sehr wilde Zusammenstellung ist für ein Band. Mhm. Weil, du hast ja schon gesagt, Dame untenrum wenig bekleidet. Das erste ist nämlich für Manara sehr ungewöhnlich eine Western-Story. Okay. Ja, also das erinnert so ein bisschen... Das ist ja auch der Einband, also der Schutzumschlag. Ja. Vermuten schon so ein bisschen. Da sieht man so eine Dame im, ich würde jetzt mal sagen, Indianer-Outfit. Ne? Ja. Wir hatten ja von Manara ist ja eine der bekanntesten Geschichten, ein indianischer Sommer. Da wird diese Thematik natürlich auch schon mal angerissen. Aber hier ist es halt ein bisschen anderer Zusammenhang. Es ist so eine Schicksalsgemeinschaft von seltsamen Figuren, so ein bisschen, die durch den Westen ziehen. Einer ist eine Art Cowboy, der andere ist so ein britischer älterer Herr, der aber noch in der Uniform seines Großvaters durch die Gegend zieht. Die Rotröcke, in der er quasi gegen Napoleon damals gekämpft hat, sein Opa. Und die treffen dann auf eine junge Indianerin. Diese quasi so der Kavallerie entreißen können, die als Sklavin so mitführt. Große Kennzeichnung von ihr ist halt, dass sie dieses indianische Gewand trägt und sonst halt relativ wenig darunter. Ja, das ist halt die typische Manara-Sichtweise und auch eine typische Manara-Schönheit, den Stil, den er da halt wahrscheinlich auch privat sehr bevorzugt, was er da so zeichnet. Es ist definitiv allerdings nicht so ein Erotik-Comic, wo dauernd der Finger drauf in die Wunde gelegt wird, dass sie hier, wir müssen unbedingt jetzt Erotik zeigen, sondern es ist eher ja so ein bisschen Blueberry richtige Geschichte. Da kommt dann noch ein bekloppter Pfarrer drin vor, der hat ein Problem, jedes Mal, wenn es regnet, wird er mega aggressiv. Okay. Und schlägt alles kurz und klein. Und diese. Das ist ihre Superkraft. Wenn es regnet, werde ich aggressiv. Ja, dann gibt es noch einen seltsamen Indianerhäuptling. Aber es ist halt eine sehr skurrile Zusammenführung von Menschen in so einem Western-Setting. Mhm. Macht aber unheimlich Spaß. Also konnte ich wirklich hervorragend drüber lachen. Und leider ist es dann, es war eine Zeit lang, wie ich aus den Anmerkungen entnehmen kann, für eine Serie gedacht, aber sie haben es dann doch irgendwann relativ frühzeitig dann beendet, weil es dann doch nicht der Erfolg war, der sich da so eingestellt hat. Aber sie haben es geschafft, einen Western zu machen, in der lange, lange Zeit niemand erschossen wird. Okay. Also das war so seine Prämisse. Wir wollten einen Western machen, ohne dass da die Leichen den Weg pflastern. Und das ist mir auch recht gut gelungen. Und wie gesagt, ich finde es schade. Also das hätte ich gerne als Durchgegen. Da hätte ich unterm Strich mehr von gehabt als Blueberry. Ja. Mhm. Also es ist jetzt wenig wirklich klassische Erotik-Szenen drin oder sowas. Klar, sie hat halt immer dieses Gewand ohne Untergewand an. Ganz klar. Aber es ist jetzt selten der Fall, dass es wirklich mal Nacktheit oder so beim Baden oder so die typischen Manara-Sachen werden gezeigt wird. Die zweite Geschichte, der Schneemensch,
wiederum wird Manara wie bei der ersten Geschichte auch von einem anderen Autor halt geschrieben. Da geht's auch tatsächlich um den Himalaya und den Schneemensch. Und Anfang des letzten Jahrhunderts versucht jemand auf die Spuren des Schneemensch zu kommen und was es genau ist, weil es werden immer wieder Sichtungen gibt es von irgendwelchen seltsamen Wesen, die sich aus dem Schnee erheben und es wird teilweise sehr unterschiedlich beschrieben und ein Reporter von einer Londoner Zeitung macht sich dann auf die Suche und er findet tatsächlich was. Und das möchte ich jetzt, wie gesagt, nicht spoilern, worauf das Ganze dann hinausläuft. Das wäre übertrieben. Das nimmt der Geschichte dann den Reiz, aber es ist eine sehr, ja, wie soll ich das sagen, meditative Erklärung für das ganze Phänomen. Also jetzt nicht hier der böse Schneemensch ist in seiner Höhle und frisst die Menschen, sondern es wird eine andere Erklärung gefunden, die mir sehr gut gefallen hat. Das letzte ist wieder eine abgedrehte Geschichte, diesmal allerdings Science Fiction. Und zwar geht es da um so ein in Flucht von Piranesi geht es da auch um so eine Art Gefangenenplanet, wo diverse Leute hin verbannt werden und da werden ihnen ziemlich schnell die Eier abgeschnitten. Also muss man, so ist die Definierung davon. Und es schafft aber einer, sich dagegen zu wehren. Und entfacht so eine kleine Rebellion. Also es ist auch da wieder sehr abgefahrene Typen, die auf diesen Planeten miteinander in Kontakt treten. Natürlich hat man sofort irgendwelche Assoziationen mit Star Wars, wenn man so Reittiere sieht oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, von wann die Geschichte ist. Die ist wahrscheinlich wesentlich älter. Oder aus dem gleichen Zeitraum. Und da geht's dann natürlich auch zur Sache halt. Ne? Macht er sich Gedanken über Genitalien, von Aliens, die öfters mal ein bisschen anders aussehen, als man das vielleicht volkstümlich erwartet. Und es gibt dann so, wie soll ich sagen, so gewisse Folterszenen oder sowas, die mit Alien-Beteiligung dann auch eher sehr skurril wirken. Also es wird jetzt auch nicht so als die klassische Erotik-Geschichte von Manara bezeichnet. Ist aber insgesamt ein sehr, sehr schöner Strich. Und bei der letzten Geschichte, im Gegensatz zu der zweiten, gefällt mir auch die Kolorierung richtig gut. Ja, da haben sie ein schönes Ding zusammen gebastelt, so in Richtung Metabarone oder sowas. Okay. Wem das gefallen hat, der wird hier möglicherweise auch seinen Spaß haben. Ja. Das wieder ein sehr runder Band, sehr hochwertig produziert hier. Im Anschluss gibt es noch ein Portfolio, wo weitere Bilder von Manara gezeigt werden. Interessanterweise Bilder, die jetzt mit der Geschichte nicht unbedingt was zu tun haben. Also da sind zum Beispiel, beschreib doch mal dieses Bild hier. Welches jetzt? Such dir eins aus, im Prinzip das gleiche. Also man sieht, ist im Prinzip das gleiche, okay. Man sieht eine junge Frau, die steht am Brunnen und füllt da gerade Wasser ab oder so, ne? Mhm. Genau. Und da kommt ein etwas lüstern reinblickender Indianer ums Eck. Also würde ich jetzt mal sagen, Indianer, ne? So von der Optik. Und sie fühlt sich das ein bisschen gestört von, ne? Genau. Ja. Das gleiche Bild gibt es daneben nochmal anders arrangiert, halt an der Wasserstelle. Ja. Und das sind natürlich klassische Zeichnungen aus Indian Summer. Ne? Das hat jetzt, offensichtlich war das irgendwie übrig und man hat es hier noch untergebracht. Sieht aber auch. Sie ist hier aus dem Band, ne? Ja, sie ist aus dem Band hier. Ja. Und es sind halt klassische Pin-Up-Zeichnungen, wo man grundsätzlich nicht unbedingt alles sieht. Also Manara ist da ja immer, zeigt gerne Nacktheit, aber jetzt halt nicht so mit der Lupe drauf oder sonst irgendwas. Und da gibt es einen sehr, sehr schönen Anhang dazu. Also das Manara-Fans werden es eh lesen, ist aber eher ein Band, den man auch lesen kann, wenn man noch gar nichts von Manara gelesen hat. Weil letztendlich, es gab auch schon Bände, wo du ein gewisses Vorwissen haben musst oder die du gelesen hast oder die man hatte, weil man komplett alles von Manara haben wollte. Zum Beispiel die Piratengeschichte ist so ein Ding, weil die gar nicht für das Format konzipiert war. Aber man nimmt es natürlich mit, weil man gern alles davon hätte. Aber das hier ist insgesamt eine wirklich runde Sache und zeigt einfach auch die ganze Bandbreite von Western über Science Fiction und diese Schneemensch-Geschichte in der Mitte. Also das ist schon eine runde Sache und ich weiß gar nicht, ist es schon der letzte Band der Werksausgabe? Also
kann ich jedem, der klassisches Material mag, nur ins Herz legen. Mhm. Ist natürlich immer wieder ein bisschen verpönt als Alternerotik, ne? Aber ich sag mal, passt ja bei dir dann auch so. Ja, ja. Ich sag mal, im Zeitalter vom Internet bräuchte man das jetzt auch nicht so. In den 70ern wäre es vielleicht interessant gewesen, dass man das aus künstlerischen Gründen betrachtet hat. Ich glaube, das ist heutzutage aber nicht unbedingt. Heute liest man es, denke ich mal, weil man Spaß auch an den Zeichnungen und teilweise auch an dem abgedrehten Humor hat, ja, ja, der hier an den Tag gelegt wird. Ne? Ich hoffe, Manara kommt mal wieder nach Erlangen. Der war ja letztes Mal, was, letztes Mal oder vorletztes Mal? In München war er. Ich habe mal in Erlangen definitiv beim Signierstand gehabt. In den Sommer. Ich kann mich halt nur an das eine Mal in München erinnern, wo der Greg Hildebrand mit dabei war dann. Ne? Ja. Ja, das ist natürlich ein Aufeinandertreffen der Superlative. Ne? Genau. Die zwei alteren Erotik-Fans. So. Da hast du noch einen Comic. Band. Ein Album von Panini. Ja, auch wieder was Älteres neu aufgelegt, wie auch schon bei Manara. Hat man schon mal Trigan, ne? Trigan hat man schon zwei Bände und jetzt ist endlich der dritte Band rausgekommen. Die machen das relativ zügig jetzt. Mhm. Und auch in der neuen Albenreihe, in der splittermäßigen Optik, kannst du eigentlich direkt neben Storm anordnen. Storm. Storm? Noch Storm. Der Breedstorm. Ja. Riders ohne Storm. Ja. Die Geschichte ist ja, das ist eine Fortsetzungsgeschichte in dem Sinne, ist immer ein Kapitel aufgeteilt, ein zusammenhängender Erzählstrang, aber halt aufeinander aufbauend. Okay. In den letzten Bänden gab es ja schon immer Probleme mit so einem Nachbarvolk von Trigan, und zwar von den Loka. Das waren die mit der grünen Haut und gelegentlich so leicht asiatischen Anmutungen im Gesicht. Auch diese kämpfen hier jetzt wieder schwer mit. Und zwar sind die ja eigentlich mehrfach schon besiegt worden. Die kamen immer mit Panzer und eigentlich haben die Leute aus Trigan auch viel von den Flugeigenschaften, also von den Flugzeugen und sowas, was die hatten, von den Jets, von denen übernommen. Und jetzt ist es so, dass das wegen einer kleinen Rachegeschichte kommt es dazu, dass ein Vater seinen toten Sohn rächen möchte. Und sie schaffen es dann im Laufe der Geschichte Trigan mit so einer Speise zu vergiften. Also er wird süchtig nach so einer gewissen Speise und dadurch wird er ein sehr herrischer, tyrannischer Mensch. Und fängt dann an, greift seinen Neffen an und fällt plötzlich Todesurteile und ähnliches, ist gegen die Verwandtschaft sehr bösartig. Also ein richtiger Despot wird er dann. Und führt dann auch so ein bisschen Brot und Spiele ein, dass die in der Arena gegen besondere Aliens kämpfen müssen, die auch wieder total geil gezeichnet sind. Also es ist schon eine schöne Fantasy-Welt, die er da aufgebaut hat. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen so in die Richtung war. Es gab ja öfters den Vorwurf, dass es so diktatorisch ist, wie Trigan das Ganze aufbaut. Auch so, was weiß ich, alles so ein bisschen in Nazi-Optik. Aber ich persönlich sehe da hauptsächlich Römer. Ja, also das, und vielleicht war das auch so ein kleiner, ja, Haken in die Richtung von denjenigen, die gesagt haben, ist zu despotisch, was der Trigo, so heißt er, der Herrscher da macht, und zeigen wir mal, was wäre, wenn er das wirklich, wenn er wirklich ein Diktator wäre. Das haben sie hier ganz gut umgesetzt. Das Ganze geht natürlich wieder glimpflich aus für Trigan. Dann eine weitere Geschichte, da schaffen es die Loka mal wieder und auch andere Krieg zu schüren zwischen verschiedenen Völkern auf diesem Planeten. Und dann muss Trigger natürlich wieder alles geben, um natürlich als Friedensfürst dazustehen. Es gibt natürlich dann auch noch einen schönen Spin, also Trigo heiratet dann. Und zwar eine Prinzessin von einem Nachbarvolk. Und auch da wird dann versucht, wieder Zwietracht zwischen den Völkern zu sehen. Also es ist öfters mal der Konflikt, einfach Krieg zwischen Völkern und dann die Ursachen darum. Das wird noch relativ oft beschrieben. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Zeit geschuldet. Das ist, sag ich mal, 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg alles geschrieben worden. Da waren die Erinnerungen an die Geschichten noch relativ frisch. Ne? Also wenn wir jetzt so uns an die 90er erinnern, so haben die an den Zweiten Weltkrieg gedacht und da war diese Völker gegen Völker auf dem Planeten ja noch relativ aktuell. Und auch das Ganze hier wieder sehr schön thematisiert.
Zeichnerisch gibt es natürlich, ich meine, Don Lawrence, da gibt es nie was zu deuten. Und ich finde es einfach klasse, dass ich das, weil ich die alten Bände nicht hatte, jetzt in dieser schönen Form einfach neu erleben kann. Mhm. Also das ist ja schon sehr mein Ding, auch wenn es Oldschool Science Fiction ist in dem Sinne. Aber das finde ich schon richtig klasse. Ja. Deins wäre es ja optisch nicht so, hast du gesagt, ne? Ja, das ist mir ein bisschen zu klassisch einfach dann, ja. Na gut. Man sieht hier auch bei den, hier habe ich zum Beispiel eine Seite aufgeschlagen mit verschiedenen Schlachtszenen, ja. Also da, du siehst Jets, die zu abgeschossen zu Boden taumeln. Mhm. Du siehst Panzer unten, du siehst Schlachtschiffe, die angeschossen im Meer versinken. Ja, das sind typische Szenen. Wenn du es ein bisschen modifizieren würdest, würdest du sehr genau erkennen, welche Referenz da verwendet wurde, wahrscheinlich aus dem Zweiten Weltkrieg und dann aus dem Kalten Krieg, wo die ersten Jets dann so wirklich in Serie gingen. Und ja, also hier sind Kampfschiffe, die haben teilweise so ein bisschen eine Anmutung von der Concorde. Mhm. Also da sieht man schon sehr genau, wo es herkommt. Aber halt immer meisterlich umgesetzt. Das okay. ganze Ding. Ne? Und schauen wir mal, wo es den Planeten hintreibt. Mhm. Gut, nochmal kurz zu Star Wars oder wollen wir noch kurz was? Ja, gut, können wir dann im Anschluss auch noch mal kurz auf die Messen eingehen, die da jetzt gerade so neu aufpoppen hier. Mhm. Gut. Erstmal zu Star Wars. Du warst auch drin. Ja, ich habe es geschafft, in Woche 9 der Veröffentlichung endlich mal reinzugehen. Ganz am Anfang wollte ich nicht. Wenn es zu voll ist, habe ich keinen Bock. Und dann war ich krank und dann hat es wieder zeitlich und arbeitsmäßig nicht gepasst. Und dann war ich da wieder unterwegs. Und endlich in Woche 9, nachdem ich einen schönen Spoiler auch schon gefangen habe. Aber in der 9. Woche ist, glaube ich, die Sau auch durch Dorf getrieben, was so alles passiert. Also ich denke, da haben sich die meisten schon drüber also ich glaube, viele Spoiler kann man denjenigen, die sich für die Materie interessieren, jetzt nicht mehr. Das stimmt wahrscheinlich. Ja, Also die meisten, viele von denen, die da jetzt wirklich Hardcore-Fans sind, die waren bestimmt auch schon 3-4 Mal drin. Also von daher, bei mir war es tatsächlich noch im alten Jahr soweit, also am 30. Dezember hat es geklappt, aber ganz zu früh wollte ich dann halt auch nicht rein, also das ist dann halt doch zu überlaufen. Lustige Geschichte aus Hanau kann ich dann noch kurz erzählen. Ich wollte eigentlich als Weihnachtsgeschenk eben für Freunde von uns, für deren Kinder vielmehr, wollte ich halt so ein Kinogutschein, so eine Kinderdose gibt's da ja, ne? Das wollte ich holen und die Parkhäuser waren beide voll am Hanauer Kino und es war Wahnsinn, also entweder wollten die Leute, es war halt auch noch vor Weihnachten, wie gesagt, und entweder wollten die Leute noch Weihnachtseinkäufe machen und dann kamen wahrscheinlich noch die dazu, die halt in den Film wollten, ne? Also das ist auch die Kinokasse war entsprechend gut lang, naja. Gut, wie gesagt, also am 30. habe ich es dann selbst geschafft, mit Freunden da reinzugehen und mit meiner besseren Hälfte, ja. Und, sag du doch mal kurz, erstmal. Ja, wie gesagt, ein Spoiler über die Exekution einer bekannten Figur hatte ich mir schon gefangen. Ich übrigens auch. Dem Moment hätte ich in der Tat gern spoilerfrei erlebt. Ja. Also dann wäre der wahrscheinlich intensiv geworden. Aber unterm Strich muss ich sagen, hat es mir sehr gut gefallen. Sie haben die Optik versucht, so ein bisschen von Episode 3 bis 6 rüberzubringen, dass alles so ein bisschen schmuddeliger ist. In Episode 1 bis 3 war es vieles oder war es vielen immer zu glatt, was da passiert ist. Viel zu bunt und so. Ja, fast so ein bisschen Disney-mäßig. Komisch, gell? Ja, einfach, gerade das mit dem CGI war da ja noch auf einem anderen Level und damals war es natürlich optisch der heiße Scheiß. Also ich kann auch nicht sagen, dass ich damals im Kino gewesen bin bei Episode 1 bis 3, Episode 1, weil sogar, glaube ich, 2 Wochen bevor es in Deutschland kam, habe ich das in London gesehen, weil ich da gerade im Urlaub war, habe ich gesagt, geilo, den ziehe ich mir jetzt rein und war auch richtig begeistert. Klar, aber die Kritikpunkte, die an Episode 1 bis 3 sind, die haben sie hier voll und ganz aufgenommen und jeweils was dagegen gemacht. Also man sieht sehr, sehr viel mehr Frauenbeteiligung. Die eine Hauptfigur ist ja eine junge Dame.
Dann haben wir jetzt auch beim Stormtroopern, die Chefin ist eine Dame, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Ja. Wir haben Beteiligung vom Schwarzen und vom Latino, was ja auch immer gesagt wurde, ist, dass Star Wars so ein weißes Ding einfach ist. Wobei, wie gesagt, ich meine, da ist hier wirklich alles. Ich meine, Lando macht auf mich auch nicht so einen besonderlich weißen Eindruck. Also da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Mhm. Ja, aber ich finde Finn jetzt als Figur eigentlich auch sehr unterhaltsam. Mhm. Kam mir schon in den alten Dark Horse Comics, die jetzt jegliche Gültigkeit dank Disney verloren haben, gab es ja öfters schon mal Beteiligung von irgendwelchen Stormtroopern, die dann anders reagiert haben, als sie eigentlich sollten. Also das ist kein neues Konzept, aber finde ich als Figur relativ gut gelungen. Ja. Und ja, es hat, wie auch die Comics, die Disney ja produziert über Marvel, hat es halt die Sachen genommen, die früher gut funktioniert haben. Mhm. Wie zum Beispiel diese Szenen auf diesen Wüstenplaneten am Anfang, wo die junge Dame herkommt. Mhm. Ist ja im Prinzip sehr ähnlich, wie wir es bei Luke auch schon gesehen haben. Und es sind einfach Sachen, die sehr, sehr ähnlich sind. Bei Anakin ja auch. Bei Anakin auch. Oder ein Verwandtschaftskonflikt ist drin. Überraschende Verwandtschaftsverhältnisse teilweise. Und das sind alles Elemente, die schon mal funktioniert haben, die Leute geil finden, und die haben sie jetzt halt komplett neu umgerührt, genau wie in den Comics auch, neu zusammengesetzt, und das jetzt, es war jetzt nichts wirklich dabei, wo ich jetzt gesagt habe, oh, das überrascht mich jetzt aber, oder sowas. Mhm. So, wenn du Star Wars das erste Mal siehst und dann nicht weißt, wer der Baba ist, ne, dann nimmt dich das ganz anders mit. Ja, natürlich klar. Auch im anderen Alter normalerweise. Aber unterm Strich ist es ein sehr unterhaltsamer Film geworden, und ich habe Schlimmeres befürchtet. Es sind natürlich, man hat sehr, sehr genau aufgepasst, dass man nicht so nervige Figuren eingebaut hat wie Jar Jar, ne? Das ist ja der Goofy von Star Wars so ein bisschen. Mhm. Also ich bin ja Jar Jar-Fan. Ja, wer hätte das gedacht? Aber gut. Ja, ein bisschen nervig war schon, aber da hat man jetzt, glaube ich, sehr drauf geachtet. Ich hatte bei dieser älteren, kleineren Dame dann, hatte ich so ein bisschen, geht das jetzt in die Richtung? Und bei dem kleinen Roboter, wie heißt er, BB-8 oder? Ja. Ist es ja eher nicht, das ist Technik, also das ist zwar niedlich, aber Technik, aber da sind sie auch gut rumgekommen. Also sind sehr stark drauf eingegangen, was die Fans gefordert haben. Mhm. Wie fandest du es denn? Ja. Monolog geschlossen. Ja, nee, ich kann mich dem eigentlich weitestgehend anschließen. Also ich fand es durchweg gelungen. Natürlich, man hat den Geist der alten Filme gespürt, also der alten Trilogie, die ursprünglichen. Und das hat man gut vermischt mit neuen Charakteren. Und das macht einfach Lust auf mehr. Also das ist das, womit ich nach zweimal gucken rausgegangen bin, gesagt habe, da freue ich mich einfach auf den nächsten Teil. Und bin jetzt halt auch mal gespannt, was so diese Zwischenfilme noch bringen, also dieser Rogue One, der ja zeitlich um einiges früher angesiedelt sein wird, nämlich irgendwie im Bereich der ersten Trilogie, ne? Glaube ich, ja. Und das ist nächstes Weihnachten, ne? Das ist jetzt das kommende Weihnachten, genau. Und so wird es im Grunde jetzt, so sieht's aus, jedes Jahr zu Weihnachten erstmal einen Star Wars Film geben. Und ich glaube, mit irgendeinem, mit dem 9. oder wann, wollen sie dann sogar ein bisschen eher, also im Mai schon wohl oder wann, rauskommen. Aber das ist jetzt nur so gerade irgendwie aus der Erinnerung zusammengekramt. Kann auch irgendwann anders sein. Aber ich glaube, den Teil 8 wollten sie auch schon irgendwie eher bringen, und das haben sie jetzt wohl doch auf Weihnachten noch verschoben. Also passt eigentlich auch meiner Meinung nach sehr gut, weil da hat man zwischen den Jahren spätestens immer noch ein bisschen Zeit und kann sich die Filme angucken. So habe ich es ja jetzt diesmal auch gemacht. Ja, ich bin halt gespannt, was man mit diesen Zwischenfilm erreichen will, ob man dann so ein bisschen die Handlung in den Hauptfilm, sage ich jetzt mal, mit verknüpfen will und da so ein bisschen Hintergrundinformation oder Hintergrundgeschichte reinbaut. Das bleibt mal abzuwarten. Ja.
Spekulationen gibt es ja da immer sehr viele, aber ich glaube, da wollen wir uns an der Stelle gar nicht groß beteiligen. Was ich jetzt von dir noch wissen wollte, wie hat dir denn der Snoke gefallen? Also so dieser große Mind Behind, der da immer mal reinprojiziert wurde. Oder was sagt der dir? Ja gut, am Anfang ist natürlich die Assoziation, ist er halt wirklich so groß oder ist es vielleicht, ist er vielleicht wie die meisten sehr klein geraten Menschen mit einem gewissen Profilneurose, dass er sich halt auf die Größe projiziert, ist ja technisch überhaupt kein Problem eigentlich. Also ja, es wäre interessant, wenn er so ein Riesenformat auch hätte, aber wie gesagt, kann man ja nur drüber spekulieren halt. Ja, ne? Klar, jetzt ist ja auch die Frage, wo kommt er her jetzt plötzlich? Man hat noch nichts von ihm gehört. Das Gesicht sieht ja sehr verrottet aus. Ne? Mhm. Ja, ist es der umoperierte Jar Jar Binks nach der ganzen Zeit? Das würde vieles erklären. Ne? Ja, war ja von vielen die Befürchtung, dass Kylo Ren Jar Jar Binks ist und dass er die böse graue Eminenz hinter ihm. Naja, ich sag mal so, also der Kylo Ren ist ja auch nur einer von mehreren Rittern von Ren. Das wurde ja schon gesagt. Da bin ich halt auch mal gespannt, in welche Richtung das noch weitergeführt wird. Also wie viele davon jetzt noch auftauchen oder ob da überhaupt welche von auftauchen noch. Und naja, also es ist im Grunde ein schöner, blöder Begriff jetzt vielleicht, aber ein schöner Teaser-Film, der einfach Lust auf mehr macht, ja. Und lässt auch noch vieles offen. Genau, ja. Bei Star Wars 4, als ich den so das erste Mal gesehen hatte, war das ja im Grunde in sich abgeschlossen, soweit. Also da, natürlich waren da noch viele Fragen offen. Wer ist der Darth Vader, wo kommt der her oder warum ist der so komisch maskiert und sowas. Aber so für sich steht der Film ja doch sehr für sich, also ne? Da gab es ja dann auch diese Schlussszene, sag ich mal, wo die alle ihre Orden bekommen haben und damit war der Film eigentlich erstmal so für sich allein gesehen abgeschlossen. Dass dann im Grunde nochmal alles weitere aufgedeckt wird und auch diese große Szene im zweiten Teil dann, die praktisch die Familiengeschichte aufmacht, oder aufgemacht wird sie ja schon vorher, aber diese dann erstmal bekräftigt und erklärt. Das war dann halt das, was viele nochmal so gehypt hat, ne, an dem ganzen Ding. Ja, Kylo Ren war ich von der Optik nachher ein bisschen überrascht. Also so den Helm runternimmt, habe ich mir gedacht, was ist das denn? Weil der könnte auch gut hier bei Big Bang Theory mit auf der Couch sitzen, als einer von den Nerds von der Uni oder sowas. Also da war ich doch ein bisschen auch gerade durch das Verwandtschaftsverhältnis war ich dann noch ein bisschen irritiert, weil den Nachwuchs von den beiden hätte ich mir anders vorgestellt. Nachwuchs ist natürlich auch wieder eine Frage. Die Hauptdarstellerin, da liegt ja auch eine Vermutung nahe, wie das alles zusammenhängt. Also das ist jetzt sehr eindeutig, wie das zusammenhängen könnte. Muss man halt schauen, wie sich das auswirkt. Wie fandst du denn den Einsatz von den klassischen Schauspielern? Ja, gelungen. Ja, fand ich auf jeden Fall gelungen. Also natürlich, das ist ja das, was die Fans der alten Filme auch brauchen, sage ich mal. Die brauchen einen Bezug zu den alten Filmen und das ist natürlich, da geht einem das Herz auf, wenn dann auf einmal Han Solo und Chewbacca den Raum oder den Millennium Falcon betreten und sagen, wir sind wieder zu Hause und wie du es vorhin auch schon gesagt hast, also der Moment, als man den Millennium Falcon selbst das erste Mal losfliegen sieht, ist ein toller Moment einfach. Und das gehört einfach dazu, ja klar. Und selbst Prinzessin Leia, die ja jetzt nicht mehr Prinzessin ist, sondern Generalin, ne? Die, die macht einfach Spaß in dem Film. Also hat zwar eine, ich sag jetzt mal, relativ kleine Rolle, so, also mehr als so eine Randrolle, aber doch passt alles zusammen. Und bin gespannt, wie das alles so weitergeht. Ja,
Wenn ich gerade sehe, wie der Steffen hier sich auf der Ledercouch rumlümmelt, dann frage ich mich, werden wir vielleicht noch jemanden mal aus der Familie der Hutten sehen? Ja, also wir haben jetzt Jabba schon gesehen, aber wir wissen ja, die Hutten, das sind ein ganzer Clan von solchen Kreaturen. Entschuldigung, das habe ich jetzt erst verstanden. Was ist... Wenn ihr gehört hättet, wie ihr vor der Sendung hier auf der Couch saß und ho, 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 Solo, ho, 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 gesagt hat. Also es ist schon, schon ein bisschen was dran. Also es war gut, wie sie die Herrschaften einigermaßen wieder hergerichtet haben. Klar, bei den Robotern und bei Chewie ist es nicht ganz so schwierig. Mhm. Ja, Chewie haben sie natürlich das Fell älter gemacht. Es ist schön graumeliert dann gewesen. Nach der Dark Horse-Vorlage wäre es ja Chewie gewesen, der über den Jordan geht. Ne? Also in den Dark Horse-Comics ist es so gewesen, dass Chewie irgendwann weg war. Mhm. Ja, also okay. Chewie war irgendwann... Aber das ist eine ungültig jetzt. Ja, aus Comics-Sicht ist es natürlich auch sehr verständlich, warum man da eben eine andere Figur ausgewählt hat als im Film. Weil in dem Comic kannst du mit der Figur einfach viel, viel länger, viel, viel mehr Geld machen halt. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, der Harrison Ford ist ja auch schon ein bisschen älter. Ich weiß jetzt nicht, ob die Entscheidung aus welchem Grund auch immer gefallen ist. Ja, also das, er lacht, aber ich wie gesagt, ich glaube, in Woche 10 ist, glaube ich, alles erklärt. Ja. Ja. An Carrie Fisher ist das Alter auch nicht spurlos vorbeigegangen. Ja, also, jetzt aber auch nicht so wirklich die Action-Szene. Genau, mit der haben sie überhaupt keinerlei Action-Szene gemacht. Und ich finde es auch nachvollziehbar, dass die und Han Solo sich auseinandergelebt haben. Mhm. Weil das war ja eine sehr konfliktreiche Beziehung von Anfang an und das ist vollkommen plausibel, dass da irgendwann die Funken fliegen. Ja. Was ich halt nochmal so bemerkenswert fand, ist halt auch die Stelle, wo dann noch ein lässt ein Kunki durchs Zimmer fliegen. Ja. War halt das. Starfighter Cookie, ja. TIE Fighter, Entschuldigung. War halt auch das, dass ja der Han Solo in der alten Trilogie immer so der Skeptiker und Zweifler war, was macht und was soll das und hier, ihr habt Kräfte von was auch immer und also er hat ja an den ganzen Spuk erstmal nicht so geglaubt, an diese religiösen Hintergründe und sowas. Und jetzt hier, als er dann das erste Mal auf Rey und Finn trifft, dann sagt er halt auch, oh, das ist alles wahr, ich hab's gesehen, ja. Und das fand ich halt auch nochmal so eine schöne Geschichte. Also ich habe mir die alten Filme, oder im Grunde alle Filme, vorher nochmal angeguckt, bevor ich mir den 7. Teil jetzt angeguckt habe. Das hat ganz gut gepasst, um einfach da nochmal so ein paar Sachen wiederzuerkennen, ne? Auf die sich beziehen. Und das haben sie ja wirklich gut gemacht. Also, ja. Ja, und insofern fand ich das halt genau richtig so, den Schritt, wie sie es gemacht haben. Einfach, damit sie jetzt zwar noch den ein oder anderen alten Charakter drin haben, was ja definitiv so ist, weil am Ende des Films, wissen wir ja auch, da trifft man nochmal auf einen älteren Charakter. Und find's aber auch sehr wichtig, dass sie halt neue Figuren drin haben, auf die jetzt aufgebaut werden kann. Ne? Von daher optimal so. Ja, also der Finn ist ja schon so ein bisschen der Ersatz desjenigen, der verschieden ist. Ja, stimmt. Also so charaktermäßig mit klar einer anderen Ausrichtung. Aber im Prinzip ist es ein ähnlicher, abenteuerlicher Typ. Ja. Die junge Dame passt da auch ganz gut rein. Also es wurde einfach ein bisschen was nachversetzt. Ja. Die Stormtrooper, also die neue Inkarnation, dass das halt keine Klone mehr sind, sondern dass das jetzt, was weiß ich, Waisen sind, oder Kinder, die ihren Eltern weggenommen, ist auch ein recht interessanter Spin. Mhm. Und auch dieses Gefüge in dieser, das ist ja im Prinzip eine menschliche Einheit dann, also wo die Leute nicht Klons sind, ist auch spannend. Also auch die Hintergrundgeschichten werden sicherlich noch beleuchtet werden. Wie konnte die Dame die Chefin von den Stormtroopern werden? Ja. Oder auch die einzelnen Geschichten. Weiterentwicklung, würde ich einfach sagen. Ja. Klar, also das zum einen und zum anderen halt fand ich auch insgesamt im Film, also natürlich jetzt bis auf die übermächtige große Waffe, die sie da geschaffen haben, fand ich den Film halt um einiges bodenständiger und nicht so übermächtig die Gefahr. Also das war halt dadurch, dass es
jetzt kein Sith Lord war im Grunde, also der Kylo Ren ist ja keiner. Das fand ich halt irgendwie extrem interessant. Also in welche Richtung geht's da noch und wird es vielleicht noch so, dass er ein Sith Lord wird oder wird ja auch angedeutet, ne? Also dass er jetzt seine Ausbildung mehr oder weniger abgeschlossen hat und so weiter. Aber was passiert danach, ja? Es ist halt eine neue Ordnung da drin. Also wie ja auch der Trupp heißt, ne? Und das ist spannend, das mal zu verfolgen, weil klar, die Sith, die hat man in den alten Teilen gehabt und die hat man auch in der Prequel-Trilogie gehabt und von daher finde ich den Ansatz jetzt gar nicht mal schlecht, das jetzt erstmal so ein bisschen auszuklammern. Natürlich wissen wir, das kommt von daher, aber inwieweit ist das noch verwurzelt und so weiter. Und auch Jedi in dem Sinne werden ja nicht wirklich so angesprochen. Also du hast die Rebellenallianz. Und das war's dann auch schon eigentlich. Ne? Also außer der eine Kontakt, der da jetzt zustande kommt mit dem Laserschwert und so weiter und so fort. Ja, also von dieser alten Mythologie, sage ich jetzt mal, ist da relativ wenig drin in diesem Film. Und das macht es irgendwie auch schon wieder spannend. Hast du es auch so gesehen oder hat dir das gefehlt? Nee, es hätte vor allem auch dann wieder so ein der Sith Lord des Monats Aspekt gehabt. Also, dass du dann in jedem Film irgendeinen hast, der sein Laserschwert da schwenkt und am Ende dann irgendwie in einer Art und Weise beseitigt wird. Mhm. Und ja. So war es in der Prequel-Trilogie. Ja. Ne, Doku und Grievous und solche. Darth Maul. Ja, Darth Maul, ja. Und klar, für mich hat Kylo Ren auch nicht so dieses absolut Böse ausgestrahlt, wie es zum Beispiel Darth Maul getan hat. Also der war ja, bestand ja eigentlich aus wenig Hintergrund, aber sehr viel Bösartigkeit. Ja. Und klar, auch das sind Sachen, die ja, gut, in Büchern... Darth Vader ja im ersten Teil auch nicht. Also der war ja auch einfach nur böse im Hintergrund. Ja, aber du konntest ahnen, dass da schon mal irgendwas gewesen ist. Und okay. Bei Darth Maul hat es irgendwie gefehlt. Der war halt das pure Böse, aber man musste nicht... Klar, in den Comics kam das dann noch so ein bisschen. Da haben sie ein bisschen erzählt, wie das auch auf seinem Planeten ist und warum er vielleicht so ist, wie er ist. Und ich glaube, zum Schluss war er dann tot und dann haben sie aber nochmal wiederbelebt, ne, für die Comics. Ganz hat ja, ganz gut gepasst, um dann wieder umzubringen. Und da wurde die Figur schon ein bisschen greifbarer, aber rein aus dem Film war es für mich eine relativ geil designte, aber flache Figur. Also stimmt, die Optik fand ich ziemlich cool. Aber der Rest. Ja, der wird halt geschickt, ne? Das ist halt. Der Söldner des Monats, genau. Und ja, wie so, Kylo Ren ist für mich ist nicht nett, aber er ist jetzt als das personifizierte Böse halt, ne? Also das. Ja, aber dadurch, dass man ihn jetzt halt so als sag ich mal, gar nicht so bedrohend wirkenden Charakter vorgestellt hat. Speziell, wenn man weiß, wie er aussieht. Ja. Aber jetzt mit dem Hintergrund der Ankündigung, seine Ausbildung ist jetzt beendet. Was kommt dann jetzt? Ja, das ist halt das, was jetzt dann interessant wird. Wird er jetzt dann bedrohlicher dadurch? Sehr wahrscheinlich schon. Oder ne? Es ist ja darauf ausgelegt, dass mit dem also noch irgendwas passiert. Und da bin ich echt mal gespannt, wie das weiterläuft. Ein bisschen overpowered war dann die junge Dame doch. Also für mich war sehr schnell, ja. Für mich war sie sehr, sehr schnell, sehr, sehr fähig, Dinge zu machen, wo ich gedacht hätte, okay, Kylo Ren hat jetzt diverse Jahre trainiert und sie schafft es dann mit dem Laserschwert gegen ihn zumindest standzuhalten. Und da denke ich mir, okay, also das, ich meine, andere mussten dafür Yoda über auf dem Buckel durch die Gegend tragen. Habe ich auch gerade dran gedacht, ja. Und sehr lange Prüfungen machen. Selbst auch Anakin musste halt relativ lange, also man sieht ja nur erstmal das Jahr Null, sag ich jetzt mal, wo er praktisch eingesammelt wird oder aufgenommen wird in die Jedi Academy oder noch sogar noch davor. Und dann macht er einen Riesensprung zu dem Zeitpunkt, wo er selber noch Padawan ist, aber ja, und sich noch in der Lehre befindet, sag ich jetzt mal. Und
ja, zwar schon die Kräfte aufweist zum Teil, aber ja, also das ging dann doch relativ flott hier. Mal gucken, ob das noch ein bisschen näher erklärt wird oder ob das jetzt dann einfach so eine Art Instinkt ist oder ob ihr das in besagtem Moment, sag ich mal, übermittelt würde, indem sie da auf an das Schwert gegriffen hat und da so eine Vision, so ein Flashback bekommen hat. Ja, mal schauen. Die körperlichen Fähigkeiten will ich hier gar nicht so absprechen. Sie wird ja eingeführt als so eine Art Plündererin, die Teile klaut und sich abseilt und sich ja, gegen ganz fiese Alien-Horden durchsetzen muss, sowieso schon auf ihrem Plänen. Also sie ist schon körperlich fit, aber durchaus eine Trainierte ist, ja. Ein Schwertkampf gegen jemanden, der das trainiert hat, stelle ich mir dann doch ein bisschen schwieriger vor. Halt. Ja. Aber hey, ich denke, das Schöne ist, sie haben jetzt die Möglichkeit, alles, was jetzt kritisiert wird, irgendwie aufzunehmen und auch noch zu erklären, wo sie es vielleicht noch nicht dran gedacht haben. Ne? Ja. Also da wird vielleicht noch einiges kommen. Ja, ja, das auf jeden Fall. Gut, das soll es Star Wars mal gewesen sein an der Stelle. Jetzt haben wir ja dieses Jahr einige Messen mehr vor uns als die üblichen Verdächtigen. Ist da jetzt irgendwas dabei, wo du sagen würdest, ja, dann will ich unbedingt hin? Oder hast du, also ich kann es ja mal kurz aufzählen. Also ich habe es hier gerade nochmal rausgesucht. Waren letztes Jahr gerade mal 3 bekannt. Ende letzten Jahres sind es jetzt mittlerweile 5 Stück, die im deutschsprachigen Raum den Namen Comic-Con tragen. Und zwar ist das die schon stattgefunden hat, die German Comic Con. Genau, die hat ja Ende letzten Jahres das erste Mal in Dortmund, glaube ich, was, ne? Stattgefunden. Dann haben wir als nächste Ankündigung gehabt, damals dann, glaube ich, die Vienna Comic Con. Oder vielleicht war sie sogar schon eher. Ich weiß gar nicht, hat die jetzt schon stattgefunden? Oder ich habe gerade ein bisschen den Überblick verloren. Aber ich kann gerade noch mal gucken. Jedenfalls kam dann relativ kurzfristig die Information, dass jetzt in Hannover auch noch eine Comic-Con stattfindet, und zwar die MCM Comic-Con Hannover. Das ist die MCM Expo Group, die zum Beispiel die Comic-Con in London bestreitet. Und die nächste Messe, die auch schon im letzten Jahr angekündigt wurde, war dann die Comic-Con Germany, und die findet auch im Juni statt, am 25. bis 26. Auch im Juni deswegen, weil auch die MCM Comic Con im Juni stattfindet, und zwar am 4. und 5. Juni. Was haben wir dann noch? Ja, dann haben wir die German Comic Con in Berlin. Das ist also der Berliner Ableger. Die findet dann im Oktober statt, und zwar am 15. und 16. Oktober. Und dann halt die Vienna Comic Con 19. bis 20. November 2016. Also das heißt, die war dann auch schon letztes Jahr. Genau. Ja, und die German Comic Con in Dortmund dann halt auch wieder. Die ist dann im Dezember. Am 2. bis 4. Dezember. Jetzt haben wir hier im Juni natürlich das volle Brett, ne? Also das heißt, wir haben Ende Mai den traditionellen Comic-Salon in Erlangen. Dann haben wir am 4. und 5. 6. die, was war es jetzt, die MCM Comic-Con in Hannover, genau. Und dann haben wir Ende Juni, also 25. bis 26. die Comic-Con Germany. Ich hab immer gesagt, so rein prinzipiell wäre das so am ehesten die Messe, wo ich, oder ein, die Con, wo ich am ehesten sein würde, weil da halt Panini zumindest beteiligt ist und bestimmt auch ein paar Zeichner da hat und so weiter und so fort. Aber ansonsten haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, längere Zeit, dass dieses Konzept uns beiden jetzt nicht wirklich zusagt mit diesen Stars, und dafür brauchen wir dann noch Tickets, dass man sich mit denen fotografieren lässt oder von dem ein Autogramm bekommt und so weiter und so fort. Darauf sind ja die Messen jetzt, wenn ich das richtig einschätze, alle ausgelegt, ne?
Ja, also ich habe nichts anderes gehört. Da sind sehr, sehr viele, die im Prinzip dasselbe Konzept haben wie die Comic-Con Germany und die German Comic-Con. Mhm. Und das ist einfach nicht meins. Also ich bin ja eh nicht so ein Freund von Schlange stehen. Schon bei den traditionellen Sachen ist es für mich immer sehr, sehr schwierig, da die Motivation aufzubringen. Also suche ich dann schon sehr, sehr explizit raus, wo ich mich da wirklich längere Zeit auch in eine Schlange stelle. Und nehme dann lieber irgendwelche, sag ich mal, etwas unbekannteren Menschen mit, wo die Schlange kurz ist, aber ich mich vielleicht die Chance habe, mich mal kurz mit denen zu unterhalten oder mir was vollkommen Neues zeigen zu lassen. Mhm. Ja. Stuttgart wird natürlich Panini sehr gut präsentieren. Ich glaube, Perkins ist klassisch wieder Suzuka, kannst du jetzt schon Commissions ordern. Mhm. Falls du jetzt schon was vorbestellen willst, hast du im Panini-Forum da diverse Möglichkeiten und die anderen Zeichner sind auch schon dargestellt. Was ich sehr positiv finde, sehr, sehr viele Deutsche halt. Also alles, was Panini so aktuell hat. Ich glaube, es war Schlocker, es war hier der Schisslerweng. Da hast du natürlich Sarah Burini, wirst du dabei haben, die ja auch jetzt mit dem Ponyhof bei dabei ist und ja, also das wird schon gut, aber ich weiß halt nicht, ob mir das reichen würde von dem Drumherum, weil Panini werde ich in Erlangen auch haben. Mhm. Ja, und mit Sicherheit auch diese unterfränkischen Trolle wieder. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Und das habe ich jeden Tag, ja, weißt du, was ich hier zu leiden habe? Und dann machen die mir auch noch Stinkor kaputt. Echt? Das ist nicht zu glauben. Das war doch der mit dem unangenehmen Geruch auch, ne? Oder? Ja. Ursprünglich ja. Man hat allerdings gar nichts mehr gerochen, ja. Bis auf ein ausgelöstes Beingummi. Aber nichtsdestotrotz, nein. Wenn das jetzt bei mir um die Ecke wäre, wenn ich in der Nähe von Hannover oder Stuttgart oder so wohnen würde, wo ich da nicht noch am besten pennen müsste oder sonst irgendwas, dann würde ich dann mit Sicherheit mitnehmen. Ansonsten wird es natürlich einen gewissen Prozess geben, weil ich denke nicht, dass es jemanden gibt, der da auf alle 5 Messen gibt, sondern da wird sich rauskristallisieren, wer hat da das beste Konzept, wer hat da vielleicht, sag ich mal, die besten Preise, das beste Paket und dann wird es da schon eine Auswahl irgendwann geben. Und wenn das so ein bisschen bekannt ist, dann nehme ich das auch mit. Aber ich bin einfach nicht der Typ, der sagt, hier hast du ein Fofi, ich mache ein Foto mit dir. Also das bei aller Liebe. Dann unterhalte ich mich lieber 100-mal mit Fans da. Ich habe ja in München hat mir das schon wieder sehr gut gefallen, einfach der Kontakt mit vielen Leuten. Das macht mir dann wieder sehr viel mehr Spaß, als dann in Schlangen zu stehen. Oft auch in Erlangen wieder den Außenreporter, ja? Natürlich, da wird es wieder diverse Interviews mit jedem, der nicht weglaufen kann, geben. Falls ihr Bock habt, seid in Erlangen, schreibt uns an, wir werden auf jeden Fall da sein. Ist hier schon seit Stunden in der dort rosa Schlange. Ja. Sag doch mal. Ja. Hallo, kleines Manga-Mädchen. Was möchtest du dir zeichnen lassen? Genau. Ja. Findest du den Helge hübsch? Ja. Gruß an Helge an der Stelle. Ja, also die Schlange lasse ich mir nicht entgehen. Ne? Also ich muss mir die nächsten Bände von Alisic irgendwie mal was reinzeichnen lassen und das wird eine gute Gelegenheit sein. Ich fand das Bild bei mir ja schon ziemlich peinlich. Ich meine, Manga-Mädchen, großer dicker Kerl, Manga-Mädchen. Also ist es Steffen Dart, der da in dieser Schlange steht? Das ist so ungefähr, so, wenn Jabba zwischen den ganzen Sklavenmädchen steht. Ja. Super, das ist irgendwie der Kompliment. Naja, gut, aber so ähnlich wird es auch wieder laufen, weil mir fehlt, glaube ich, der 4. Band immer noch. Das würde sich ja dann anbieten, wenn er dann wieder vor Ort ist. Mal gucken. Es soll eine Sammeledition wohl auch davon geben. Auch noch. Und da werde ich dann, glaube ich, eher mal dazu schlagen, weil ich bislang immer nur noch den ersten habe, weil ich gesagt habe, sehe ich bestimmt bei einer der nächsten Messen und dann lasse ich mir wieder was reinzeichnen gleich und kaufe mir das dann da. Mhm. Hat sich bis jetzt noch nicht so ergeben, weil war, glaube ich, nicht in München. Aber ich freue mich drauf. Da auch. Ich glaube, in Erlangen waren die ersten 3 da und die hatte ich mir dann auch direkt mitgenommen. Ja, du halt, ne? Ja, ich so als Manga-Fan. Ja. Wohlhabend. Wohlhabend vor allem, ja. Nee, ich würde, wie gesagt, gerne was reingezeichnet haben, weil mir das sehr gut gefallen hat. Und was auch für viele. Eben genau nicht Manga, also das ist, ja, aber ja.
Und da gibt's ja immer massig Gelegenheit. Und das ist, was ich schätze. Ich gehst an den Stand, stellst dich an und dann bekommst du was. Bei Panini ist wieder Würfeln, aber das ist natürlich auch der großen Menge geschuldet, die da hinbringen und die auch Interesse haben, da das mit Superhelden, da ziehst du halt sehr, sehr viele Leute halt auch dahin. Ne? Ja gut, amerikanische Starzeichner oder auch Starzeichner aus Europa oder sonst wo. Das zieht natürlich immer Leute, ja klar, und vor allem wenn, jetzt werde ich ja auch noch mit Wrestlern verglichen, vor allem wenn die das erste Mal da sind. Also es gibt natürlich viele, du hast es ja vorhin selber schon gesagt, so Zuka und Mike Perkins, die halt irgendwie schon Inventar sind, aber selbst die sind noch relativ gut besucht und natürlich ist dann der Hype und der Andrang umso größer, wenn da jemand dabei ist, der das erste Mal da ist oder noch nie da war. Oder ein Klassiker. Oder halt ein Klassiker, genau. Ja. Ja, ich glaube an der Stelle. Aber wir müssen ja verkünden, dass du jetzt auch bestätigt hast, dass du auf jeden Fall auch da sein wirst in Erlangen. Das war ja lange Zeit nicht klar. Das heißt, alle Cookie-Gründungsmitglieder werden in Erlangen sein. Ja, wahrscheinlich auch die neuen. Also zumindest die Uni hat es vor, glaube ich. Ja. Dass wir dann vielleicht sogar mal eine große Runde hinkriegen. Das wäre natürlich, ich würde sehr gerne mal hören, wenn Sepp und Uni Manga-Philosophie betreiben. Ja. Das könnte lustig sein, ja. Ja. Also ich nehme an, das Wort großartig wird ungefähr 200 Mal fallen. Ja, genau. Da können wir mal gespannt sein. Also ich werde dann auch von, ähnlich wie du, also von Donnerstag bis Samstag da sein diesmal, auch nur. Aber das reicht mir dann auch mal. Also dadurch, dass ich jetzt so lange gewartet habe mit dem Hotel, ist es halt einfach so, dass die Preise so ein bisschen in die Decke gegangen sind. Und das wollte ich dann halt doch nicht bezahlen. Deswegen habe ich gesagt, okay, Mittwoch muss ich nicht schon anreisen. Es reicht, wenn ich Donnerstag früh genug da bin, dass ich da nochmal ein bisschen was mithelfen kann. Und ansonsten Samstag dann halt auch abends dann schon wieder abfahren. Dann habe ich den Sonntag zu Hause noch und muss jetzt nicht unbedingt da auf der Messe sein. Das Spannende ist nicht unbedingt durch den Salon so voll, sondern da ist wohl in Nürnberg oder Fürth ist wohl noch eine größere Messe für irgendwas. Ich habe es leider verdrängt und deswegen drückt das natürlich damit halt auch nach draußen raus. Das kommt dann nochmal dazu, ja. Wobei wir ja auch das letzte Mal irgendwie schon gemerkt hatten, oder war es da auch so, ich weiß es nicht, aber zumindest gefühlt den Eindruck hatten, dass das so langsam gemerkt wird, dass die Messe sehr gut besucht ist, der Comic-Salon. Und dass dann dementsprechend sich auch angepasst wird, ne? Ich gehe auch davon aus, dass die Verlage einfach schon lange Zeit auch im Voraus buchen. Wenn die da mit der ganzen Crew irgendwo unterkommen, dann sind manche Sachen schon halb voll und ja, Künstler wollen auch irgendwo in der Nähe pennen und nicht Idealerweise im NH-Hotel direkt nebendran, ne? Ja, ja. Und fürs NH hat es diesmal bei mir auch nicht gereicht. Ist es NH oder war das ein Nobotel? Nobotel waren wir, aber das NH-Hotel, was ich meine, das ist halt wirklich direkt dran. Oh, okay. Das ist das, was direkt dran ist. Wo auch so ein paar Tagungsräume, glaube ich, sind, ne? die damit genutzt werden können oder so. Ja. Also es bleibt spannend. Der Comic-Salon auf jeden Fall wird stattfinden mit uns. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, mit in den Podcast gekommen, einfach Bescheid sagen, da könnt ihr eure Eindrücke mal schildern. Ja? Ich habe jetzt noch nichts von den anderen gehört. Oh, jetzt kommen hier die Zwerge. Hallo. Was haben die Kinder? Da wurden wir doch gerade glatt von den unterfränkischen Kobolden überrascht. Aber die haben uns auch was Schönes mitgebracht. Und zwar die Space Turtles. Die gibt's momentan im Kids-Menü, ne? Oder Kids? Wie heißt das bei McDonald's? Ja, wahrscheinlich. Ja. Eine ehemalige Junior-Tüte. Ah, Junior-Tüte, genau. Na. Dann haben wir den, der mit der roten Maske. Müsste Raphael sein, ne? Auf einem. Das ist, glaube ich, lila. Raphael? Nein, das ist lila, die Maske. Du weißt, ich bin kein Turtles. Die da. Turtles sind ja eigentlich relativ lila. Wurscht, muss ich leider dazu sagen.
Sepp heißt der mit der lila Maske. Es gibt ein schönes Bild. Also hat er die DVD-Box bekommen. Der hat es allerdings noch nicht aufgearbeitet. Genau. Stimmt, ich habe zum Valentinstag von meiner deutlich besseren Hälfte die DVD-Box zur kompletten Serie der Turtles aus den 80ern, ist das, ne? Meine ich. Bekommen. Also da habe ich noch eine Menge zu gucken. Und da kann ich dann garantiert sagen, wer jetzt gleich welcher war. Weißt du, der mit der blauen Maske, das war Leonardo. Aber bei den anderen... Langweilig. ...bin ich mir da nie so hundertprozentig sicher. Deswegen sage ich da jetzt nichts weiter. Ja, der eine schwebt hier. Guck mal, das ist ja cool. Ja, es ist so ein Magnet und das Gegenstück wahrscheinlich im Kopf. Und das heißt... wie man das Prinzip so kennt von diesen komischen Globusbällen, die da magnetisch schweben, so ist das in etwa hier auch bei dieser Figur. Ja, ist ja cool. Jetzt hast du was zum Spielen. Mhm. Bring die Turtles auf die Wrestling-Figuren treffen, ne? Ja gut, da haben die Turtles schlechte Karten. Ich meine, da ist Lex Luger dabei, der macht es alle platt. Brutus the Barber Beefcake. Hey, ich habe leider die Schere gab es leider nicht dazu, deswegen war es sehr günstig. Lex Luger sagt mir sogar auch noch was. Mhm. Na gut, ich glaube, ja, Reedstorm macht Fotos. Ich glaube, damit sind wir so weitestgehend durch, oder? Ja. Ja. Also wir haben nochmal darauf hingewiesen, wir werden in Erlangen sein. Und ja, bis dann ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Werden wir bestimmt nochmal drüber sprechen. Und ja, ansonsten bleibt uns eigentlich nur zu sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Horido? Was soll ich sagen? Ho, 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 Solo. Jetzt hat er es gesagt, das brauchst du ja nicht mehr sagen. Wenn ich heute mit Jabba der Hutt verglichen wurde hier, also sowas. Sagt er und schiebt sich ein Stormtrooper. Nein, das Star Wars Schriftlogo. Also, das Logo, was kriege ich? Ho, 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 Solo. Comic Cookies sind eine Produktion der Comic Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.